Das stimmt, sie geht mit der Arroganz von ihm besser um. Ich hab's ja gesagt! Los geht's! Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Schade, wir können nicht mit ihr interagieren. Ich hätte ihr gern gesagt, dass ich sie liebe, aber es ging nicht, Leute, es ging nicht. Das ist mein Job. Aber für mich geht's auch nicht, oder? Bringen wir's hinter uns! Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Mich jetzt dran denke, dass ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss, wenn die Story fertig ist. Das ist ein Bahnhof. Wenn die Mission fertig ist. Das ist ein Bahnhof. Kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Könnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er weint wirklich. Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Hey, Klau. Warte doch! Alles total verraucht! Hm? Warte! Bereit zum Ausstieg! Vorbereitung! Fertig! Formation! Wer ist er denn jetzt? Hitman, Alter! Fehlt der Strichcode im Nacken. Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Ninja-Türke. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Ist das jetzt immer noch die Mission oder können wir nochmal zurückgehen? Wahrscheinlich nicht. Scheiße, Hauptstory. Muss mir das merken, Leute. Die Kirche lässt mir keine Ruhe. Wir gehen da irgendwann nochmal zurück. Das ist ja Open World an manchen Stellen. Jetzt müssen wir halt die Story erstmal machen. Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Deswegen kommt hier niemand vorbei. Genug! Und tschüss! Oh. Flieg! Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Klaus. Okay, der war gut. Der war echt nice von ihr. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Na und hier gibt's bestimmt Loot. Toll. Das war's, mehr nicht. Na gut, sie hat's uns ja. Sie hat ja gesagt, da geht's nicht weiter. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können.
sie bewegen kann? Lass mich mal Gabelstapler fahren jetzt. Jetzt lässt aber seine Mucke spielen. Okay, der war gut. Der war gut. Sorry, ich hab da Loot gerochen. Ein Schwarzreif. Sehr gut. Also, kann mir jemand sagen, wie lange die Entwicklungszeit von dem Spiel war? Hat jemand Bock mal zu googeln? Das würde mich mal interessieren, mit den ganzen Cutscenes und die ganzen Welten hier und so. Das ist doch Jahre gedauert. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Der Schwarz, der muss gut sein. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit. Danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Irgendwie ist sie schon putzig, muss man schon sagen. Die gibt sich so viel Mühe. Bleib zurück. Fällt mir im Traum. Ja. Na dann. Fünf Jahre plus minus. Echt? Ich hätte in einer Quelle stehen, was von 5 Jahre Entwicklung. Kann aber sein, dass vorher noch 2 Jahre was gemacht wurde, was verworfen wurde. Hallo Tippi, Grüße. Willkommen im Stream. Alter, 5 Jahre ist krass. Selbst 3 Jahre finde ich viel. Überleg mal, 3 Jahre komplett nur ein Spiel programmieren. Das ist halt schon hart. Es bewegt sich! Ja, aber nicht mehr lange. Ja. Oh. Was? Hier! Bring dir hinter uns! Und schön! Der ist für dich! Weiter geht's. Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich dich, Cloud. Im deutschen Entwicklerpreis gab es ein Spiel, das 7 Jahre in Entwicklung war. Aber von einem 5-Mann-Studio. Und jetzt überleg mal, wie lange jetzt Teil 2 dauert, wenn nicht schon dran arbeiten. Na doch, die werden schon dran arbeiten.
Aber das Ding ist, jetzt haben die ja auch... Ach, scheiße. Ach, wir hätten erst das... Kann man ja den Container benutzen, um nee, das sagst du jetzt, Alter. Aber ich meine, jetzt haben sie ja schon die Engine und alles, weißt du? Jetzt müssen sie ja nur noch quasi die Welten anpassen. Aber vorher musst du ja alles neu machen, wenn du es so nimmst. Ist schon, das ist ein Mammutprojekt auf jeden Fall. Aber ich meine, bei dem Namen Final Fantasy 7, das ist einfach mal das Final Fantasy. Ich glaube, die haben das sehr, sehr oft verkauft, denke ich mal. Genau. Von da aus sollte es klappen. Weil das ist eigentlich der Name schon Programm, oder nicht? Und wenn das vorbei ist, geht's wohl mit Teil 8 weiter, laut einigen Quellen. War so nett. Sie ist so nett. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh. Verschlossen. Ich dachte, wir auf die Ludolfs treffen auf dem Schrottplatz. Dino Crisis wäre mal geil, wenn die Dino Crisis ein Remake machen. Das war auch nice, das Spiel. Guck mal, der Panzer hat keine Struktur. Das finde ich ein bisschen schlecht, Leute. Na, jetzt ist sie geladen. Lul. Bin zu schnell gelaufen. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Toll, ich muss mir vor allem merken, wo diese blöde Kirche ist. Da. Ich will die hier vorheben. Bleib wachsam. Alles in Ordnung, Cloud? An die Slums werde ich mich nie gewinnen. Ob das Ganze zu einem Krieg da vorne beginnen, die Slums von Sektor 5. Hallo Whitey, Grüße. Was ist da los? Hey! Ich habe da auch schon mal gegoogelt. Ist leider auch. Es war mal in Planung, aber wurde wieder verworfen. Nun im Inneren von Makoreaktor 5. Die stecken doch bestimmt mit Wutai unter der Decke. Und das immer noch so lange Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Eingestürzte Stahlträger. Wollen diese Kriminellen etwa einen die neuen Feuer Krieg anzetteln? Gelöscht worden ob man sein. Wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man oh, die Verbrecher Sie fasst? Das? Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, nun richtig? Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Sicher, nicht. Oder? Die haben es nur auf die Reaktoren können abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, wie dann die derzeitige die Lage in Makoreaktor 5 ist? Reaktor 5. Wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche. Und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art... Dieses Dekolleté, Leute. ...die Frage erlaubt sein. Hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ich... ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Chris, kurze Frage. Was hältst du vom neuen Trailer von Valhalla? Mega, Digga. Mega, ich freue mich aufs Spiel. Ich hab richtig Bock drauf.
Ich war zwar eigentlich ganz, ganz, wirklich ganz weit weg. Ah, Aris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ich war ganz, ganz weit weg von Assassin's Creed, weil ich Odyssey einfach scheiße fand. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock. Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Ach, da oben. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ihr könntet Brüder sein. Okay. Nee, das beste Assassin's Creed fand ich Black Flag. Tatsächlich. Oh, Aris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Oh, weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchenhof. Der Helmchenhof. Warum heißt der jetzt Helmchenhof? Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Okay. So, wie schmücken wir jetzt das Haus mit den Blumen? Guck mal, die schießt einfach den Hocker weg. Alphabet, weil ich Bücher lesen will. So, sobald die Story jetzt hier abgeschlossen ist, gehen wir zurück zur Kirche. Da kenne ich nichts. Ich hab's nicht vergessen. Nee, ich fand Cloud, Black Flag halt mal, geil. Magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Hm. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die. Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Ist auch egal. Black Flag fand ich halt geil wegen den Schiffen. Es hat Spaß gemacht, da rumzuschießen und so. Bei Assassin's Creed Black Flag. Ich mag halt dieses Piraten-Setting. Das war meins, aber dieses bei Am Odyssey Ende fand ich nicht so cool. Liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Ja, Schiffe haben überwogen. Das ist das Einzige, was im Kopf hängen geblieben ist. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Boah, voll schön hier. Guck mal. Ey, Leute, die müssen wir heiraten. Hier am Wasserfall, eine Hütte. Komm ja schon. Kann die uns jetzt bitte mal vergewaltigen? Komm rein. Fessel mich mit Blumenranken ans Bett. Los. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Oh. Oh. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank.
Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Das weißt du. Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Jetzt muss auch noch eine Warte. Nacht da bleiben. Der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Die ist echt gut. Die ist das richtig kind gut. Hält einen ziemlich auf Trab, was? Sagen Sie mal, sind Sie. Ach, nichts. Die denkt, wir treiben es mit der Mutter. Jetzt ein bisschen schneller. Oh Mann. Aber ich mag das Haus irgendwie. Das erinnert mich an so eine Hobbit-Hütte. Ah, das ist mein Blümchen. Der Fernseher ist ja geil. Neueste Modell. Aber so war das früher. Ist sie jetzt nach oben oder was? Das bestätigt die These, dass Männer 100 Mal am Tag an Sex denken. Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Wo hab ich sie nochmal hingelegt? Geh mal rein, die zieht sich bestimmt gerade um. Aber ich mag das, Leute, ich mag das. Das ist jetzt wieder eine coole Abwechslung zu dem Generator-Scheiß gerade. Kommt man so ein bisschen, Alter, ist das hell. Kommt man wieder so ein bisschen runter. Hm? Alter, wo die wohnt hier? Im übelsten Paradies. Wo war der Wasserfall? Da hinten. Krass. Das müssen wir uns mal merken, Leute. Sowas kann man in Planet Zoo auch nachbauen. so ein Tal einfach. Das ist aber richtige Hobbit-Musik, oder? Hallo Justin, Grüße. Bin wieder hier. So, hier. Hä? Oh. Nimm. Gut, dann mal los. Komm, ich zeig dir meine Blumenbeete. Ich zeig dir meine Briefmarken. Guck mal, da sind sogar Fische drin. Sieht schön aus hier, muss man schon sagen. Also, die haben sie echt Mühe gegeben bei dem Spiel. Ich war ja echt nicht so der Final Fantasy-Fan. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir richtig gut. Und das ist eine neutrale Meinung. Und ich muss sagen, es ist echt gut. Kann man einfach nicht schlecht reden. Gibt es hier Loot irgendwie? Jetzt rennt er hier rum. Mit so einem Blumenkübel. Aber man ist jetzt so ein bisschen an sie was gebunden, wa? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Wähle die Blumensorte aus, die im Helmchenhof geliefert werden soll. Drück in der Nähe des Blumenfeldes. Also dann bin ich ja für weiß. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Alter, er packt eine rein und das Ding ist gleich voll. Ach, guck mal, die Schmetterlinge. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Wir nehmen nur die weißen. Auf die gelben habe ich keine Lust.
Ich weiß, jeder von euch hätte wieder gemischt, aber nö. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Naja, los. Wir sind aber jetzt so ganz schön an sie gebunden auf jeden Fall. Aber ich mag das hier, guck mal. Mit dem Wasserfall und da ist das Häuschen. Das Häuschen sieht vor allem voll geil aus, muss man schon sagen. Richtig nice. Schöne Kulisse. Muss man echt... Muss man auch mal Lob an die Entwickler geben. An die Design-Typis. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Oh ja. Stimmt doch gar nicht. Doch. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Naja. Jetzt kommt bestimmt der Typ zum Kämpfen. Was wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Jetzt kommt bestimmt der Typ zum Kämpfen, dann sind die Blumen kaputt. Der Türk. Der Ninja-Türkel. Lernen macht mir Spaß. Lernen macht mir Spaß. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Ist doch eigentlich ganz cool, was sie anhat, so. Passt in mein Schlafzimmer. Guck mal, hier sind Mohrrüben.